sammelt sie gerade noch so ein Stück weit ein. Die Reste aus dem Sommer 2022 und starte heute mit einem Projekt, auf das ich mich jetzt ziemlich lange gefreut habe. Aber Bäume, die man aus dem Wald erntet, denen sollte man erstmal Zeit geben. Und Zeit hat die stämmige Hainbuche hier jetzt wirklich ziemlich lange gehabt. Geerntet habe ich sie Ende März 2021. Video Bonsai 2021-13. Dann habe ich sie noch durch das Jahr 21 begleitet. Das findet ihr unter Bonsai 2021-50. Und letztes Jahr hieß es einfach nur düngen, gießen, wachsen lassen, paar Schnittchen, um ein klein wenig auf die Struktur Einfluss zu nehmen im oberen Bereich. Und heute, Anfang April 2023, ist es endlich soweit und ich kann mal schauen, was sich im Bäckerkorb so getan hat. Da bin ich natürlich mächtig gespannt und wisst ihr was, ich hole euch mal hier dazu in den Bäckerkorb. Ja, wer die Videos aus 2021 gesehen hat, der weiß, dass sich hier drinnen richtig viel Wurzel befindet und ich den Baum seinerzeit sicherheitshalber ein Stück weit tiefer gesetzt habe. Der weiß aber auch, dass ich hier hinten eine große Wurzel genommen habe. Da bin ich gespannt, wie dann wirklich letztlich die Wundheilung funktioniert hat, was wir mit der Stelle zukünftig machen. Und der Blick zeigt natürlich auch, ich habe ein mega gesundes Bäumchen. Hier ist viel Austrieb dran an verschiedenen Höhen, auch hier unten. Diese Wurzelschösslinge, ihr seht auch, da habe ich letztes Jahr auch schon mal dagegen gewirkt. Naja, eher wie immer erfolglos, aber auch die kommen natürlich weg. Aber ich würde sagen, wir machen hier jetzt mal dieses Substrat weg. Der Baum stand in einer gehörigen Portion Sphagnummoos und in meiner üblichen Mischung. Und ich befreie jetzt mal die, ich glaube, irgendwie so lief sie, die Wurzel aus dem Körbchen. Zunächst mal war das echt viel Arbeit und ich kann wiederum nur noch mal sagen, wir lassen Bäume 2 Jahre in Ruhe, damit wir so viele Wurzeln wie möglich aufbauen und dann, ich denke, dann muss man sich auch einfach die Zeit lassen, das Aufgebaute
ja, mit der entsprechenden Sorgfalt wieder freizulegen. Und ihr seht, ich habe das Bäumchen abgedeckt. Das hat einen Grund. Alles ist nass. Zwischendurch Riesenregenschauer. Alles nass vor dem Koihaus. Ich hierher umgezogen. Dann kam noch der Wind dazu. Und ja, so sind jetzt 2 Stunden vergangen, aber ich habe hier eine gesunde Feuchte in meinen Wurzeln und ich habe ein Wurzelbild, das mich dazu in dieser Zwangspause ja immer wieder beschäftigt und zum Überlegen angeregt hat. Und ich glaube am Schluss, ich habe eine Lösung gefunden, wie ich mit diesem brutalen Schwung hier weiter arbeite. Ich zeige ihn euch nochmal. Hier habe ich diesen Schwung, ich habe hier einen Wurzelpolster, ich habe hier hinten mit dieser abgeschnittenen Wurzel richtig schöne Wurzeln, die zwei werde ich auf gar keinen Fall verlieren wollen. Ich habe hier Wurzeln auch aus diesen Wurzelschösslingen, also aus diesen Nachtrieben. Da werde ich mich hier trennen und versuchen, die nach unten zu platzieren. Jeweils, weil ich hätte gerne diese Wurzeln. Ich habe hier oben einen Bereich. Wollt ihr ein bisschen näher kommen? Nochmal ganz kurz. Hier haben wir Wurzeln, da haben wir richtig viele Wurzeln. Und ich habe hier hinten, hier unten, diesen riesigen Wurzelballen, der mir vermutlich auch das meiste an Versorgung bringt. Denn hier oben, schaut hin, da habe ich so dieses Totholzelement, wo unten aber Wurzeln sind. Das heißt, das bleibt erstmal heilig. Und wenn wir uns jetzt den Baum anschauen als solchen, hier war ja diese ehemalige Wurzel, hier werde ich definitiv nochmal nacharbeiten müssen, denn ich habe hier wirklich eine Verdickung drin, die mir nicht gefällt. Hier wird ein Teil, ich versuche es mal so ein Stück weit zu markieren, hier wird ein Teil nochmal im Laufe der Zeit verschwinden müssen. Auch dieser Knubbel hier, den muss ich nochmal nacharbeiten. Und verschwinden müssen ist ein gutes Stichwort. Mir verbaut diese lange Wurzel hier. Die verbaut mir gerade den Weg in irgendein sinnvolles Gefäß. Ich weiß eh noch nicht, wo rein. Und ich habe auf eine Geschichte Lust. Ihr seht ja, ich habe hier unheimlich viele Wurzeln. Die sind alle aus dem Schnitt gekommen. Das ist eigentlich wie eine Abmoosung, ein wunderbarer Wurzelkranz. Und deswegen werde ich jetzt die große Schere, ich hoffe, die Schere funktioniert, ansetzen und exakt hier die Wurzel nehmen, wegnehmen und das Bäumchen, den Bereich hier, den unteren Bereich hier, separat einpflanzen. Wenn es was wird, wird es was. Wenn nicht, dann wird es nichts. Aber hier werde ich jetzt kappen. Und das versuche ich jetzt mal. Ich hoffe, wie gesagt, ich kriege es mit der Astschere durch. Wenn nicht, müssen wir die Säge holen. Ja, der kleine Stumpf, der ist versorgt. Übrigens gestern schon, weil ihr seht, anderes Outfit und Sonne, aber trotzdem affig kalt. Es hat gestern Abend noch geschüttet, gewindet. Ich habe abgebrochen, den Kleinen noch fertig gemacht. Und die große Hainbuche war die Nacht über im Wassereimer. Und ich habe schon eine Kleinigkeit ohne euch gemacht, denn Achtung, Zauberei, hopsa, weg ist er. Diese große Spitze, die habe ich dem Baum genommen, die spielt für mich in der Planung keine Rolle. Jetzt wird der ein oder andere sagen, hättest du ja auch abmoosen können. Aber ganz ehrlich, was will ich mit so einem kerzengeraden Stammverlauf? Nee, braucht man nicht. Nimm mal was anderes. Hier oben habe ich
schön abgerundet. Hier kommt natürlich nachher noch Wundverschluss drauf. Und ich habe hier unten was gemacht, das zeige ich euch aber aus der Nähe. Ja, diese Schnittstelle hier unten, die habe ich hier ein Stück weit abgeglättet. Das wird so der Bereich, der eher an der Oberfläche bleibt, vermutlich im neuen Gefäß. Auch hier werde ich einen Wundverschluss drauf machen. Hier unten habe ich eine zweite, kleinere Wurzel auch noch angeripst. Da kommt jetzt einfach mal, machen wir es doch gemeinsam, wenn ich denn meinen Pinsel finde, den finde ich gerade, das ist sehr gut. Hier werde ich eine Portion Klonex draufstreichen, auch hier in dem unteren Bereich, der unter Erde kommt. Vielleicht funktioniert das ja genauso gut wie an dem Wurzelteil, das ich abgeschnitten habe. Da hat das ja richtig gut ausgesehen. Und wenn wir gerade schon in der Nahaufnahme sind, dann kümmern wir uns auch gleich noch um diesen Bereich hier, ohne dass uns was runterfällt. So, dieser Bereich hier, hier hatten wir ja gesagt, ich nehme die weg, diese Triebe nach oben, aber ich möchte die Wurzeln behalten. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Guck mal, hier ist einer vom letzten Jahr noch. Den können wir gleich komplett wegnehmen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber ich probiere es jetzt einfach. Jetzt muss ich natürlich auch den Wurzeln so ein Stückchen zeigen, wo sie denn hin sollen, nämlich nach unten. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, na nee, das kriegen wir auch so, in die Schale rein. Oh, jetzt habe ich mich versprochen. Schale. Ja, lasst uns mal über das Gefäß reden. In den Bäckerkorb geht es ganz sicher nicht mehr zurück. Der ist viel zu groß, denn ich möchte ja beginnen, die Wurzeln kleiner zu bekommen. In den Teipot, eigentlich mein bevorzugtes Aufbewahrungsgefäß für die nächsten 2 Jahre, passt mir das Ding nicht rein, ohne dass ich Wurzeln abschneiden muss. Und da habe ich jetzt in meinem Fundus noch eine alte Schale gefunden, wo ich den Baum ziemlich hübsch und locker reinsetzen kann. Und genau das wird das Gefäß für meinen Hainbuchen Yamadori. Und ich topfe jetzt hier mal ein. Ich nehme euch kurz damit dazu, damit ihr auch seht, wie das hier reinkommt. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch tun. Ihr habt gesehen, ich habe am Anfang so ein bisschen gerührt. Da habe ich noch in die obere Schicht vom Substrat in meinem Eimer eine Portion Altsubstrat mit reingetan. Kann nicht schaden, hat ja gut geklappt die letzten 2 Jahre. Also geben wir da doch einfach auch einen Teil davon mit auf die Reise. Ja, Wunden sind versorgt, auch hier oben. Und wenn wir gerade so geschickt sitzen und bei der Kälte meine Wundknete deswegen noch relativ gut zu handeln ist, weil ich sie auf dem Heizkörper vorgeheizt habe, machen wir hier gleich noch einen von diesen beiden Ästen hier weg. Perspektivisch gesehen werde ich vermutlich beide wegnehmen, aber ich will mich noch nicht ganz festlegen, aber 2 sind in dem Fall definitiv einer zu viel und deswegen habe ich jetzt hier diesen einen mal entfernt, einfach nur um dem Baum natürlich auch ein Stück weit, wie da oben auch, an Substanz zu nehmen.
an Verbrauchern zu nehmen, denn, ihr habt es gesehen, ihr wart dabei, ich habe jetzt natürlich auch ein Stück weit ganz schön viele Wurzeln eliminiert und ich will natürlich, dass auch meine Hainbuche dieses Jahr so schön austreibt, wie sie das in den vergangenen zwei Jahren gemacht hat. Und hier noch ein ganz klein wenig sauber. Rucki zucki. Mal klappt es besser, mal geht es schlechter. Ich brauche unbedingt noch mal so ein gescheites Gärtnermesser da mit dieser. Das ist schon so ein Stück weit hier. Für die kleineren Sachen ist das ja ganz nett. Aber das ist schon immer so ein Stück weit ein, naja, sprichwörtlicher Ritt auf der Rasierklinge, wenn ich da mit dem Tapetenmesser so rummache. So, klein wenig feucht machen alles, damit das besser haftet, beziehungsweise mir nicht an den Fingern, im Schwäbischen sagt man beppen bleibt, also kleben bleibt. Und guckt mal an, dann geht das einwandfrei. Und ich räume hier mal kurz nebenher schon ein Stück weit auf. Ganz klar, es soll noch mal Frost geben. Und deswegen kommt diese neue Kreation, kommt ins Koi-Haus die nächsten paar Tage noch, einfach nur zur Sicherheit. Und ich möchte sie noch einmal kurz ein Stückchen drehen. Ich habe leider keinen Drehteller da. So, das ist der Bereich, den ich gestern ja schon erzählt hatte. Hier müssen wir definitiv was tun. Hier werde ich, wenn alles gut ankommt, wenn sie gut austreibt, werde ich vermutlich irgendwann im Spätsommer mal dick die Fräse ansetzen. Und auch hier, ich habe diesen einen hier nach oben stehen lassen, damit ich A, einen Zug habe und B, könnte ich dann vielleicht, schaut mal, so runter, einen, keinen V-Schnitt, aber einen Schnitt machen, dann hätte ich hier was, was zieht und ich hätte hier oben noch was, was zieht. Ob das allerdings dann die letzte Lösung ist. So, jetzt seht ihr noch von der Seite. Ihr seht, ich habe hier ein paar Ästchen, die mir Perspektiven geben. Da werde ich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass alles funktioniert hat und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil Hainbuchen sind schon ganz schön zäh, Kameraden, werde ich auch anfangen, ein Stück weit zu drahten oder zu spannen. Und jetzt ziehen wir ihn noch einmal so rum. Und jetzt sage ich erstmal, ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich bin gespannt, was mit dem Stumpf passiert. Wenn sich was tut, dann werdet ihr das sehen, aber nicht in dem Video. Naja, wenn er flöten geht, dann auch in dem Video. Aber wenn sich tatsächlich was zeigt, dann kriegt er auch ein eigenes Video, je nachdem, wie er sich entwickelt. Und ich gieße jetzt hier noch gut an und dann schauen wir auf meine geschwungene Geburtstags-Yamadori-Hainbuche einfach. Wenn das, was sich hier andeutet, Wirklichkeit wird, nämlich grün am Baum. Lasst mich kurz erläutern. Punkt 1, das Grün ist da. Nee, das Grün ist schon wieder so langsam in Richtung Herbst, denn wir haben Anfang September und das heißt, seit der letzten Bearbeitung meiner Yamadori-Hainbuche ist vergangen der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, 5 Monate. Und ich bin mit diesem Baum in den letzten Monaten immer wieder, wie sagt man so schön, schwanger gegangen. Ja, ich war nie irgendwie so richtig zufrieden, denn ihr wisst ja, hier habe ich meinen ganz großen Pferdefuß an dem Baum, diese brutalste Verdickung, und an der möchte ich was tun. Und wenn ihr mir so ein klein wenig in die Haare schaut und auch seht, es ist heute nicht das erste Mal, dass ich die Fräse auspacke. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich habe hier alles aufgebaut. Jetzt ist das Teil fällig. Jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und den nächsten Schritt, den werde ich euch ganz kurz erläutern. Denn es ist schon ein bisschen später. Ich werde hier die Fräse ansetzen und hier wegfräsen. Ich werde zudem hier oben mich dann von diesem langen Ast, der gerade zu euch zeigt, von dem werde ich mich trennen, bis hierhin,
der soll zukünftig in die Richtung schon noch gehen, aber natürlich nicht mehr so extrem. Und ich werde mich auch von dem gesamten oberen Bereich trennen, denn ich werde hier einen Schnitt machen und das nachfräsen, sodass ich diesen Weg hier nach oben habe, diesen Weg hier als Möglichkeit nach hinten und dann habe ich hier auch noch mal ein Ästchen, das ich auch benutzen kann. Und dann kommt der entscheidende Faktor und das war die zündende Idee, warum ich jetzt die Gestaltung ein Stück weit ändere. Ich war in einer meiner Lieblingsbaumschulen und die haben auch so komische weiße Steine. Und das ist jetzt mal so mein Gedankenspiel. Wir nehmen den Baum. Ich habe hier extra einen gesucht, obwohl ich den Baum nicht dabei hatte, wo mir diese unschöne Geschichte da hinten ein Stück weit kaschiert. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ich versuche den mal zu platzieren, der passt jetzt natürlich nicht so rein, wie ich mir das wünsche, weil da hinten noch was im Weg ist. Aber er nimmt wunderbar, das war also wirklich Augenmaß, diesen Schwung mit. Und ich könnte ihn dann ganz toll beim nächsten Umtopfen integrieren und den Baum hier so an den, nennen wir es Felsen, wachsen lassen. Ich habe hier viele Löcher, da kann man vielleicht auch noch ein bisschen was anderes machen, aber boah, ich erzähle euch schon viel zu viel, denn ich muss eins jetzt machen. Ich muss ran an den Baum, es wird demnächst dunkel und Essen kommt auch auf den Tisch. Also lasst mich arbeiten und ich nehme euch einfach mit bei dieser Fräsegeschichte. Mit meinen Problemstellen bin ich jetzt ein kleines Stückchen zufriedener, aber oh, lasst uns erstmal da oben den Riesenklopper hier wegmachen, weil der spielt definitiv keine Rolle mehr. Ich lasse hier die obligatorischen 1,5 cm frei und hoffe, dass ich ihn überhaupt durchbekomme. Kriegen wir hin. So, ein weiterer heftiger Einschnitt für meinen Hainbuchen-Yamadori. Ja, wird doch langsam übersichtlicher. Und wenn wir ohnehin schon beim Schneiden sind, machen wir hier auch gleich noch ein Stückchen weiter. Denn jetzt geht es auch darum, so ein ganz klein wenig perspektivisch zu denken. Wir sind im Herbst, naja, Mitte September, Anfang Mitte September und ich will mir einen Überblick verschaffen, denn ihr merkt so ein Stück weit, boah, die ganz, ganz große Zufriedenheit habe ich im Moment so nicht erreicht. Ich hole mir mal das Steinchen, das habe ich hinter mich gelegt und schau mal, wie ich jetzt meinen Gedanken umgesetzt bekomme. Ich muss das allerdings hier hinten sehr, sehr vorsichtig einsetzen, denn da ist mein Wundverschluss platziert. Aber die zwei lasse ich übrigens drin, die lasse ich mal wachsen. Wie gesagt, dieses Projekt ist vollkommen ergebnisoffen. Da denken wir mal drüber nach beim nächsten Umtopfen. Vielleicht kann ich auch die Kleinen so von der Mutterpflanze trennen, dass sie eigene Wurzeln haben. Denn wir hatten ja gesagt, eventuell hier in diesem, ich zeige es euch mal, in diesem Loch hier,
wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, noch eine Parallelbepflanzung zu machen. Ich glaube, das Ding hier, das wird einfach so einen Landscape-Bonsai, so Stil Nigel Saunders oder irgend sowas. Ja, der macht das ja auch ziemlich gerne. Ja, den Stein, ich weiß nicht, ich glaube, lasst mich mal das Gewicht checken. Ich glaube, den lasse ich nicht drauf liegen. Ich will jetzt erstmal, dass da hinten alles verheilt, dann machen wir weiter. Aber ich denke, es könnte eine interessante Option werden. Ich werde jetzt noch ein bisschen Draht anlegen und die Äste ein Stück weit nach unten ziehen, beziehungsweise hier meinen neuen vermeintlichen eventuellen Führungsast nach oben. Das mache ich jetzt im Nachgang zu diesem Video noch und ja, so die Unzufriedenheit. Aber Moment, wir hatten doch hier noch eine zweite Baustelle und dazu zeige ich euch jetzt erstmal einen ganz kleinen Ausschnitt aus meinem Gartenrundgang-Video mit Sebastian. Das hier, was ihr hier seht, dieses dicke, fette Stück, das ist ein Stück Wurzel gewesen, das ich dieses Jahr abgeschnitten habe bei einer Hainbuche. Und es kam wochenlang nichts. Und seit 4 Tagen, schaut mal drauf, nicht nur, dass sich hier ein super guter Kallus bildet, nee, da kommt jetzt tatsächlich Grün. Also wenn das was wird, das kann richtig interessant werden. Genau, die Wurzel. Und was da noch ganz zarte Knospen und Triebe waren, naja, das ist jetzt Mitte September, schon ein gutes Stück mehr. Und das knallt mir ein ganz dickes Grinsen ins Gesicht, denn das ist ein Projekt, wo ich mega viel Kopfkino habe. Ihr habt es ja gesehen gehabt, ich habe hier unten den Wurzelkranz, weil das war ja eine abgeschnittene Stelle und die Wurzeln haben wunderbar um diese abgeschnittene Stelle getrieben. Das heißt, ich könnte hier unten auch einen Wurzelansatz haben, der echt vielversprechend ist. Und dann habe ich hier so einen richtig fetten, dicken, auch leicht geschwungenen Bröckelholz, nenne ich ihn mal. Und er treibt mir unten aus, das heißt, wir können in diese Richtung gehen und er treibt mir hier oben dreifach, nein, sogar vierfach aus. Und daran werde ich jetzt überhaupt gar nichts ändern. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass nicht nur die Story hier unten vor mir steht, der krumme Hund mit dem Stein. Nee, es wird natürlich auch zu diesem kleinen, na, könnte ein Show hin werden, mit durchaus Totholzelementen. Totholz und Holger, zwei Freunde treffen sich, ein eigenes Video bekommen wird. Ja. Auch den lasse ich dieses Jahr durchwachsen und dann werden wir nächstes Jahr anfangen, ein bisschen Äste stellen, schauen, wer wird der Weg nach oben, wie stellen wir den Rest. Und da freue ich mich richtig fett drauf. Natürlich auf die Geschichte mit dem Stein genauso. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Freitag 18:30 hier mal bei My Bonsai and Koi. Wenn es euch heute gefallen hat und ihr zufriedener wart vielleicht als ich am Schluss, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und ich stelle jetzt den Kleinen wieder zurück an seinen Platz und schleppe den Großen auch zurück in die Reihe. Und wünsche euch viel Spaß mit euren Bäumen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Na komm mit, mein Kleiner.